Wir sind in der Altstadt von Meeresburg und laufen jetzt in Richtung des historischen Schlosses. Heute sind wir in Meeresburg und besuchen das alte und das neue Schloss. Und das ist jetzt das alte Schloss. Zum besseren Überblick über das Schloss, hier sehen wir ein kleines altes Holzmodell. Von 1877. Der Blick vom Turm auf den Bodensee. Die Gefängniszelle des Schlosses. Wir machen jetzt die Führung durch den Schloss und das ist sozusagen die Hauptstube des Schlosses. Man sieht das Fußboden, original 14. Jahrhundert und die Möbel müssen aus dem gleichen Zeitalter stammen. Jetzt sind wir im Spiel- und Lesezimmer, wie man in vielen, vielen Büchern sieht, die hier liegen. Und auch eine kleine Bank, wo man auch sitzen könnte. Die großen Fenster animieren dazu, zu lesen oder was anderes anzuschauen. Das nächste ist ein Wohnzimmer aus Original aus dem 17. Jahrhundert. Mit entsprechender Möbel. Und Wandgemälden. So, wir sind jetzt in der mittelalterlichen Küche. Etwas dunkel, aber sonst kann man alles ganz gut sehen. Das typische Geschirr für die damalige Zeit. Waschbecken, das direkt nach draußen führt.
ein paar schöne Waffeleisen an der Wand. Der obligatorische Butterschlagfass. Und wie in jeder guten Burg haben wir auch einen Brunnen, der 40 Meter tief früher war. Und das ist ein schönes Schlafzimmer aus dem 17. Jahrhundert. Man sieht, man hatte schon damals alles, was man auch in einem modernen Zimmer hat. Und hier der wichtigste Raum jedes Schlosses, die Waffenkammer. Hier sehen wir die Räumlichkeiten von der Schriftstellerin von Droste-Hülsdorf. Sie hat hier öfters gelebt und ist auch in diesem Schloss, wahrscheinlich in diesen Räumlichkeiten, verstorben. Kleines Zimmer direkt neben dem Schlafzimmer von der Schriftstellerin. Und hier kommen wir in das Arbeitszimmer der Schriftstellerin.
wie man unschwer erkennen kann, sind wir in der Schlossschmiede. Ein wichtiger Raum in jedem Buch, die Toilette. Hier sehen wir die Bäckerei. Die ganzen Leute mussten ja mit Brot versorgt werden. Und gleich neben der Backstube ist die große Schlossküche. Mit dem entsprechenden Geschirr. So, das große Speisesaal. Natürlich mit den ganzen Fellen, Waffen und Hörnern. Noch eine kleine Waffenkammer. Die anderen Galerie mit Waffen, alle, die hier schon mal gewohnt haben. Die meisten waren Bischöfe. Das ist die kleine Burgkapelle. Man sieht, viele Leute passen hier nicht wirklich rein. Und hier sind wir im Fürstensaal. Wie man sieht, das ist nur etwas größeres Wohnzimmer heutzutage. Und hier sehen wir ein dunkles, tiefes Loch. Das ist nämlich das Burgverlies, da kommt keiner raus. Aber wie man sieht, heutzutage sieht man dort haufenweise Geld. Die Leute trauen dem Euro nicht mehr. So sah damals das Taxi aus. Oder das Auto, je nachdem. Hier sehen wir die etwas größere und neue Burgkapelle. Wie man sieht, trotzdem reicht das nicht gerade für viele Menschen.
Wir sehen die Fassade des neuen Schlosses. Wir sind jetzt auf der anderen Seite des Schlosses. Zu einer Seite sieht man noch den alten Schloss. Und dann sieht man das Panorama des Bodensees. Mit der Schweiz auf der anderen Seite. Und in diese Richtung ist Konstanz.